Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der WM-Fick-Karriere. Warum geil. Ich immer WM, Alter? Fick-Karriere? Wollen wir mal machen, ne? Ja. Brauchen noch die zwei Models. Hast du die eigentlich jetzt angeschrieben? Wen habe ich angeschrieben? Die Models. Habe ich angeschrieben. Die Fick-Karriere. Ja. Das ist so toll. Alle angeschrieben. Hamburg. Echt? Ja. Haben sie? Haben sie schon zugesagt? Mhm. Alle 20? Noch mehr. Noch mehr? Ja, es wollten noch mehr. Boah, ja. So Leute, 3, 2, 1. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Spielerkarriere im Koop-Modus zusammen mit Jan. Hi. Hi. Shareplay. Immer noch. Ist nice. Irgendwie dein Transferwert und so geht auf jeden Fall. Dein Transferwert ist immer noch nice. Ah, ja. Leute, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben beim E-Verlinkt unbedingt vorbeischauen. In der heutigen Folge spielen wir schon wieder gegen Burnley, wie auch schon in der letzten Folge. Diesmal allerdings im Pokal, das ist crazy. Heute machen wir sie richtig fertig. Heute machen wir, letztes Mal ging es 2-0 aus, wie man hier sieht, oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall jetzt richtig fertig machen. Übrigens könnt ihr rechts oben bei mir natürlich auch zu Jans Folge bzw. zu Jans Kanal einmal abonnieren und einfach mal die Folge angucken. Das wäre mega, mega nice. Da haben wir das gleiche Projekt gemacht, nur eben bei Rapid Wien. Mega, mega nice. Jetzt starten wir Shareplay neu. Der Schiri macht Handzeichen. Wir spielen in den orangen Trikots. Hier richtig nice im Pokal. Und streckt nur die Müllabfuhr. Nice. Nein, wir sind nicht die Müllabfuhr. Let's go, ja. Leute. Oh, schade. Das ist ärgerlich. Oh, shit. Jawohl. Endlich mal wieder. Was hast du denn da gemacht? Endlich mal wieder ein Tor. Jawohl. Was für eins. Aus der zweiten Reihe ins Eck. Im Pokalspiel so ein Tor rauszuhauen, nicht schlecht. Gefällt mir. Daumen nach oben auf dieses Video. Dankeschön. Könnt ihr aber machen, natürlich. Wenn euch das Projekt gefällt, dann wissen wir, dass es euch gefällt. Können wir anhand der Likes sehen. Würde uns freuen. Wow. Was war das denn für ein Krüppel? Der hat auch mir gepasst, obwohl es abseits ist. Oh, Mischak, Alter. Der war gerade richtig aufgebracht. Ich kann gar nicht verstehen, was da gerade passiert ist. Schwitzt schon richtig. Komm, der lila Müllmann. Komm. Junge, wie er mich umhauen will. Shit. Halbzeit, Leute. Ja, hier in diesem Pokalspiel steht es 1-0 zur Halbzeit und ja, das Tor war zwar schön, aber ich habe mir eigentlich mehr erhofft. Wir hätten wirklich mehr draus machen können, weil wir echt die bessere Mannschaft sind. Also von den Gegnern Burnley, ich weiß nicht, da kam vielleicht ein Schuss aufs Tor oder so. Voll weniger auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie es in der zweiten Hälfte wird. Ich hoffe, wir gewinnen das. Ey, wie sie mich alle umgrätschen wollen immer. Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich kann die aber auch nicht. Ich kann die Ultra, es ist so schwierig. Aber es wäre halt so cool. Schuss! Jetzt! Vor allem seitdem du Ecken schießt, kommen irgendwie voll viele, habe ich so das Gefühl. Ich dachte, irgendwie habe ich das Gefühl, es waren voll viele. Dadurch, dass du da so nah dran bist, bringt das irgendwie auch, glaube ich, nicht so viel. Du musst schon reinlaufen. Ach! Aber der targeted, also ich habe ja ganz anders hingezielt, ich check das nicht, dass der dann plötzlich doch so zu dir kommt. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ich mag das auch nicht, dass man da den Ball so halten muss. Das ist, ja, ist einfach Kacke. Ja. Nein. Ich hätte noch einen Schritt gehen können, aber wollte nicht, weil ich hatte noch eine Ecke. Ich glaub tatsächlich, wenn bei dem Pokal unentschieden ist, gibt es ein Rückspiel. Echt jetzt? Ich glaube. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, bei dem Pokal ist das so. Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Wenn hier unentschieden wäre bei dem Pokal in England, gibt es dann Elfmeterschießen ganz normal oder ein Rückspiel? Das würde mich echt interessieren. Aber es soll hier nicht zum Unentschieden kommen, sondern zu der Vorlage, die nicht gut ist. Wenn du natürlich jetzt ein wissenschaftliches Experiment wagen. Ja.
Aber lieber nicht. Vielleicht müssen wir es. Nee, doch nicht. Ja, das Mim, wir machen sie jetzt richtig fertig. Hat wohl nicht geklappt. Das eine Tor hat reichen müssen und hat gereicht. Wir haben es geschafft, wir haben es über die Runden gebracht. 1-0. So Leute, letztes Spiel für die heutige Folge bzw. auch für die heutige Aufnahmesession. Wir spielen gegen Leicester City. Leicester City ja eigentlich eine gute Mannschaft. Wir können noch mal ganz kurz auf die Tabelle blicken. Sie sind momentan auf Platz 11 tatsächlich. Okay, krass, wir sind auf Platz 4. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, hätte ich gar nicht erwartet, weil wir haben ja gegen Manchester City gar nicht so krass gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es da ausgegangen ist. Aber, ja, wir stehen eigentlich ganz gut. Wenn wir jetzt gewinnen würden, kommen wir vielleicht noch über Chelsea oder so. Ja, lasst uns einfach ausprobieren und lasst uns einfach gewinnen. So, da bin ich hier, da wärme ich mich hier ein bisschen auf. Richtig professionell. So, und übrigens spielen wir dann in der nächsten Folge, das ist dann die nächste Aufnahmesession, die ist dann ungefähr in 2 Wochen für uns. Das ist ultra krass. Da spielen wir dann gegen Dortmund. Also bis dahin, es wird crazy. Wir werden wahrscheinlich alles verlernen. Und wenn wir dann wieder anfangen, spielen wir gegen Dortmund in der Champions League. Und wir haben ja gegen Barcelona leider in der letzten Folge, das war so schlimm. Das war in der vorletzten Folge oder letzte Folge, nee, letzte Folge. Da haben wir, ja, leider nicht gewinnen können. Also, heißt, wir müssen eigentlich gegen Dortmund gewinnen. Aber jetzt müssen wir erstmal gegen Leicester City gewinnen und wieder natürlich in den orangen Trikots. Ich finde die irgendwie nice. Geht so. Ja doch, das macht ein bisschen Pep hier auf dem Feld. Ein bisschen Pep. Bisschen Guardiola. Ja, ein bisschen Guardiola. Alter, da wollt ihr die Abwehr im Alleingang aushebeln. Jawohl. Jetzt nach vorne. Oh. Ey, ich kann echt keine Vorlagen geben. Ich kann's nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich wollte jetzt wieder zu dir spielen, dann spielt er gerade zum komplett anderen, aber selbst der Pass war kacke. Alles klar. Jetzt probieren sie aber zu schießen, ne? Auch Salah, auch Mané. Ja, alles schon einen Schuss abgesetzt. Wir beiden noch nicht. Aber sehr schön. Das war nice und der Pass war richtig, richtig geil. Oh jawohl. Alter. Die schießen auch die ganze Zeit, ne? Erstens war es ein Scheißschuss und zweitens war ich in der Mitte. Ich habe ihn jetzt auch nicht angefordert oder so, aber trotzdem. Jetzt wieder eine meiner Spezialitäten. Yeah. Los Ekbalos. Mit L1 den Empfänger wechseln, aber ich sehe ja gar nicht, wer der Empfänger ist. Ja, das kannst du, wenn du nicht einen Spieler ausgewählt hast. Noch haben wir keine krasse Chance gehabt. Ein paar von den Bots, aber die waren auch nicht so krass. Ich habe noch gar keinen einzigen Schuss aufs Tor gemacht. Und wir sind gleich in der 40. und ich bin Stürmer. Es läuft ja gar nicht. Oh, scheiße. Ich würde gerade sagen, das wird jetzt der Angriff, wo du zum Schuss kommst. Ja, vielleicht gibt es der Angriff, wo es eine gelbe Karte gibt. Ja. Och, komm. Hat mich aber auch einfach so umgeholzt, so ohne Erfolg auf dem Ball. Halbzeit, Leute. 0-0. Was ist los? Einen Schuss habe ich irgendwoher, warum auch immer. Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Aber es ist trotzdem absolut schlecht, was wir hier in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Ein paar Chancen für die Bots, aber richtig schlecht ausgenutzt. Die Bots haben einfach schlechten Schuss aufs Tor gemacht, wo sie hätten passen können oder irgendwas anderes. Naja, zweite Halbzeit wird hoffentlich besser. Er macht wieder einen Alleingang. Hat zwar geschafft bis... War aber auch nicht schlecht. Ja, wollte ich gerade sagen. Hat zwar geschafft bis aufs Tor zu kommen, aber... Ja. Ecke mal wieder. Muss dann halt auch sitzen irgendwann. Ey, wenn die Ecken gut wären, na, wir hätten schon so viele Tore gemacht. Wenn wir was aus den Ecken machen könnten. Oh. Warum? Okay. What the fuck? Ich fordere nichts. Und ich war auch voll gedeckt. Gefordert und war nicht gedeckt. Oh Gott, was ist das? Wenn wir das verlieren, das wäre ultra nervig. Komm, bitte. Rette uns. Jawohl. Jawohl. Dann macht er das Tor.
Ah, da reiße ich dich auf den Boden. Ah, jawohl, endlich. War auch echt mal Zeit jetzt. Schöner Schuss. Ja. 1 zu 0. Sehr. Nice one. Jo. Jo, voll von hinten, Alter. Läuft. Was? Gar keine Karte? Oh nein, noch verarschen. So. Kriegen Sie Ich eine verstehe Chance. nicht. 5 Minuten haben Sie noch. Und da ist das Tor. Nein. Ich habe noch angefangen zu reden, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte. 1 zu 1, 4 Minuten vor Schluss. Ach, das gibt es doch nicht. Fuck, Alter. So ein Shit. Ah, das gibt's nicht. Komm, bitte. Bitte. Der Nein! Schuss war sogar gut. Der war richtig gut. Komm. Ja, komm! Nein, voll auf dem Torwart schon Nein! wieder. Das gibt's nicht. Und das war's. Zwei Chancen nochmal zum Ende hin. Oh. Oh Gott. Mischak rennt direkt in die Kabine. Eieieiei. Schade. Das ist echt schade. Gut, Leute, kann man nichts machen. Unentschieden, wenigstens einen Punkt mitgenommen. Ja, in der nächsten Folge sehen wir dann eben, wo wir jetzt in der Tabelle stehen. Schaut da, wie gesagt, unbedingt vorbei. Schaut auch unbedingt bei Jan jetzt vorbei, bei seiner Folge. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.